So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Eine neue Folge Pokémon Go. Ich glaube, ich halte euch mal so. Dann seht ihr nämlich den Fledermausturm im Hintergrund, der einfach immer noch richtig genial aussieht. Und was mir aufgefallen ist, wir haben letztens am Community Day mit Mabula ja einen Krypto-Zapdos-Raid gemacht. Da hat der Ivar Mild-Account einfach einen 100% Shiny Krypto-Zapdos bekommen live im Stream. Ein Shiny Krypto-Zapdos in 100%. Lasst euch das nochmal auf der Zunge zergehen. Mein Habanero-Account, den ich mittlerweile führen muss, war zu dem Zeitpunkt nicht verfügbar. Der ist ja jetzt wieder da. Was fehlt mir also? Ein Krypto-Zapdos. Egal wie gut das ist, egal wie schlecht das ist, egal ob das Shiny ist oder was anderes. Wir hatten Glück, dass im Park andere Spieler unterwegs waren und die den Raid gemacht haben und man mit denen zusammen den Raid machen konnte. Ich habe wieder in Discord in der Meininger Gruppe rumgefragt, ob jemand vielleicht den Krypto-Zapdos-Raid am Fledermausturm machen möchte. Vielleicht ist es zu früh, vielleicht ist es nicht denen ihre Gegend, weil das ist halt hier am Arsch der Welt. Der andere war halt mitten im Englischen Garten, das ist okay, das ist mitten so zentral gelegen, wo viele Leute eh hingehen zum C-Day spielen, wie man so sieht, auch wenn man die alle nicht kennt. Das heißt, mir fehlt Krypto-Zapdos, ich brauche den Pokédex-Eintrag, ich muss gegen die Niantic Nutzungsbedingungen und Richtlinien verstoßen, um an diesen Pokédex-Eintrag zu kommen. Man könnte ja spoofen, um irgendwo zu spielen, wo sowieso die Lobbys voll sind, um den zu machen. Oder, wie ich es früher schon gemacht habe, wie ich es jetzt auch wieder machen muss, man setzt sich halt einfach mit 4 Handys, wieso ist das jetzt alles aus? Man setzt sich mit 4 Handys einfach an den Raid, schnappt sich seinen Pokémon-Rucksack, stellt sich noch einen Raupi daneben und hofft, dass wir den Raid schaffen. Ich habe keine Ahnung, ich habe ja geschrieben, vielleicht kommt ja trotzdem noch jemand, vielleicht macht noch jemand mit. Man kann halt dazu nicht einladen, man muss halt vor Ort sein. Das ist für die Spoofer ja kein Problem, ein gefundenes Fressen. Aber du selber sitzt halt hier mutterseelenallein, wartest auf besseres Wetter. Ich habe nämlich für halb angesetzt und warte jetzt eigentlich drauf, dass ich klanglos untergehe oder den Pokédex-Eintrag mir holen kann. Aber eigentlich wäre das ja schon wieder gegen die Richtlinien, weil ihr wisst, Account-Sharing ist verboten, Multi-Accounting ist verboten, Atmen ist verboten, es ist alles verboten, das ist wie im Urlaub mit Pupsi letztens, alles verboten, ja. Betreten verboten, Laufen verboten, Schwimmen verboten am Badesee. Ja, habt ihr schon ein Krypto-Zapdos? Habt ihr ein Shiny-Krypto-Zapdos? Ich brauche keine Sammlung mehr, ich brauche jetzt nur den Pokédex-Eintrag, dann bin ich zufrieden. Ich zeige euch gleich noch die Konda und dann machen wir mal den Raid und dann schauen wir mal, ob wir den schaffen. Und vor allem, ob wir den auch fangen, sonst muss ich irgendwann ja nochmal einen machen. So, es ist 9.29 Uhr, noch eine Minute, das heißt, ich will mal ganz kurz auch in den Community-Tab schauen. Denn auch wenn das kein Community-Raid ist, zu dem man einladen kann, habe ich trotzdem eine Konda-Liste gepostet zu Krypto-Zapdos. Das Ding ist Typ Elektro, das Ding ist Typ Flug. Ihr nehmt also am besten Gestein oder Eis, Eis gegen Flug, Gestein gegen Flug, also irgendwie alles gegen Flug. Ich weiß nicht, was ich habe. Ich glaube, ich habe gar keine. Auch doch, ich habe eine Despoda-Armee auf dem, glaube ich. Und dann schauen wir mal, was wir ausrichten können. Wir gehen schon mal auf die Arena drauf, dass ihr das seht. Krypto Zapdos, illegales Incoming Raid vor Ort. Hinten seht ihr Sierra am Bildschirm hängen. Wir können schon mal auf den Pass drücken. Wir drücken bei den anderen auch auf den Pass. Und sobald es halb ist, werfen wir den Pass ein und gehen rein. Es ist halb, wir gehen rein mit 4 Accounts und 4 Handys. Was absolut verboten ist, das ist schon wieder ein Grund, ja weiß ich nicht, einen zu melden, einen zu sperren, einen irgendwas zu machen. Ich muss immer wieder dieses Thema aufgreifen, Leute. Was bleibt mir denn übrig? Was bleibt mir denn übrig? Ich möchte gerne so einen Raid machen. Ich möchte gerne den Eintrag haben. Ich würde ja gerne, wenn ich den Main-Account hätte ich natürlich Jagd gemacht auf das Shiny, ist aber nicht möglich, denn dazu brauchst du nicht einen Raid, dazu brauchst du 20 Raids, 30 Raids im besten Falle, keine Ahnung. Jetzt booft man schon nicht und macht sich's einfach. Jetzt läuft man zur Arena, jetzt setzt man sich zur Arena, man ist alleine an der Arena, man sitzt also nur blöd rum und wartet. Aber es ist auch wieder falsch, es ist auch wieder verboten. Ich weiß jetzt schon, dass es wieder Leute gibt, die sich daran stören und die sagen, spiel doch mal fair, spiel doch mal ordentlich. Ja klar, es ist unfair, wenn einer alleine bei sich im Dorf steht und den Raid nicht schafft und ich mit 4 Accounts den schaffen würde. Ich habe einen unfairen Vorteil dem gegenüber.
Aber ich will doch einfach nur spielen. Also was ist daran jetzt verboten? Was ist daran so schlimm? Ich drücke jetzt einfach mal auf bereit. Vielleicht geht es ja schneller. 6 von 7 haben hier bereit gedrückt. Da kommt wahrscheinlich nichts mehr hinzu. Die anderen haben jetzt auch gedrückt. Wir sind 7 Leute. Grüße an jeden, der hier dabei ist und der da mitmacht. Namen tun wir jetzt mal nicht nennen, hier aus Sicherheitsgründen. Aber ich habe das nie verstanden. Klar fühlt sich einer, der nichts machen kann und der nichts kriegt und der alles verpasst, benachteiligt. Aber dann ist ja der Ratschlag von der Community, dann spiel doch einfach was anderes. Wenn du nicht in der Großstadt wohnst, wo genügend Spieler sind und immer was los ist, dann kannst du das halt nicht spielen. Fertig. Ist das aber fair? Sollte nicht jeder die Gelegenheit haben oder jeder die Möglichkeit haben, spielen zu dürfen, spielen zu können? Das ist ja schon so richtig, du wirst ja schon ausgeschlossen. Aufgrund deines Wohnorts hast du ja schon einen unfairen Nachteil. Und andere einen fairen Vorteil, ja? Einen unfairen Vorteil und einen fairen Nachteil. Gibt es einen fairen Nachteil? Ich weiß es nicht. Ja, aber theoretisch habe ich schon mein ganzes Leben lang gegen die Nutzungsbedingungen verstoßen, könnte man sagen. Wir können jetzt hier mal so eine blöde Scherbe einsetzen, sehe ich gerade. Hier übrigens auch und hier vielleicht auch und hier vielleicht auch. Denn seitdem ich Level 40 auf dem Main erreicht hatte und ich Bock hatte, habe ich ja begonnen gehabt, mir einen 2. Account hochzuziehen. Das war dann neben meinem Ivar-Scharf-Account der Ivar-Mild-Account. Und in dem Moment habe ich ja schon gegen die Nutzungsbedingungen verstoßen. Auch wenn ich nicht gespooft habe, auch wenn ich legit gespielt habe, Level 40, legit erreicht, Entwicklungssessions, alles hin und her. In dem Moment, wo man sich einen 2. Account gemacht hat, war es unfair. Weil mit 2 Accounts hast du eben einen Vorteil gegenüber, der nur 1 Account hat. Selbst wenn du da 3er-Raids damals hattest, die haben manche mit 1 Account nicht geschafft. Du hast sie geschafft, weil du 2 Accounts hattest. Ist also unfair. Hat ein anderer aber da wirklich einen Nachteil? Hätte, wenn der sich einen 2. Account macht, hätte er das auch gemacht. Viele haben das gemacht. Ist aber unfair, ist aber auch verboten. Also es ist alles unfair, es ist alles verboten. Oder X-Raids, wenn du die Accounts von deinen Kollegen mitgenommen hast zum X-Raid, weil der keine Zeit hat, weil der nicht kann, ist verboten. Das ist Account-Sharing. Ihr spielt beide auf demselben Account, an einen Tag der, an anderen Tag der, das geht nicht. Jetzt drücke ich mich mal hier durch in meinen illegalen Machenschaften und schau mal, ob da irgendein Shiny dabei ist oder was Gutes. Wir haben 1914, 1912, 1912 und auf dem Großen, pass auf, guck nicht hin, was da steht. Grüße gehen raus an den Rest. Es ist ein... Oh, 14 Bälle, ob der drin bleibt. 1924, zumindest ist es der beste von den dreien. Das liegt jetzt hier rum, guckt euch das an. Das muss das Thumbnail sein, oder? So, das muss das Thumbnail sein, das ist perfekt. Weil wenn ich es hochhalte mir vors Gesicht, sieht das ja auch wieder blöd aus. Wir nehmen das jetzt mal, versuchen das jetzt mal zu fangen. Und ich weiß, wie behindert das zu fangen geht. Ich war froh, dass das andere ein Shiny war, dass man da einfach den Ball drauf wirft und das dann einfach drin ist. Hier wird es ein bisschen komplizierter. 1, 2. Ah, der ist natürlich rausgekommen. Der erste war einfach fabelhaft, das war sehr gut. Ob ich den nochmal so locker schaffe, weiß ich nicht. Das Ding zappelt ja ziemlich rum. Ist ja auch ein Zappeldoss, ne? Ah, daneben. Großartig. Versuch einfach auf großartig zu gehen, versuch gar nicht auf einfach fabelhaft zu gehen. Ist viel zu schwierig, ist viel zu kompliziert. So, wir probieren das Ganze nochmal. Der hat gerade angegriffen. Obwohl, ich erkenne gerade das Angriffsmuster. Das heißt, wenn ich das Angriffsmuster erkenne und sich der Kreis nicht verstellt, kann ich ja doch einfach kontrolliert unten reinwerfen. Hier, der müsste immer noch großartig sein. Ich kann den, glaube ich, doch noch ein bisschen kleiner stellen. Hier, geh mal ran. Führe mal ran, mach mal ein bisschen kleiner. Ich weiß nicht, ob es jetzt ausreicht für einfach fabelhaft. Wir probieren es einfach. Es ist immer noch großartig, also der Kreis müsste noch kleiner werden. Wenn ihr versteht, was ich hier mache, ja, schreibt es mal in die Kommentare. Soll ich es noch kleiner machen? Komm mal her. Er ist immer noch groß. Jetzt ist er so klein, dass ich bestimmt nicht mehr... Oh, ich habe reingetroffen. Wollte sagen, dass ich bestimmt nicht mehr reintreffe, aber ich habe reingetroffen. Er ist aber wieder rausgekommen. Ich habe nur noch 7 Bälle.
Jetzt habe ich daneben geworfen. Da wäre großartig natürlich besser geworden. Besser gewesen. Er ist wieder draußen. Er ist wieder draußen. Ich habe noch 6 Bälle. Er greift wieder an. Wir curven rüber. Wir haben wieder daneben geworfen. Er ist jetzt zu klein. Ist jetzt zu klein. Red doch nicht so viel. Werf doch. Er bewegt sich auch noch. Was macht er denn? Warte mal. So, so muss das reichen. Und es ist sogar einfach fabelhaft. Der ist jetzt viel größer als eben. Und ist trotzdem noch einfach fabelhaft. Jetzt darf ich ihn wirklich nicht mehr verstellen. Jetzt kommt es nur noch darauf an, dass ich nichts verkacke, nicht hektisch einfach drauf werf, dass ich den Curve gut hinkriege und er ist drin. Das müsste jetzt der Pokédex-Eintrag sein. Das war gefühlt meine einzige Chance auf Krypto-Lavados, auf Krypto-Zapdos, weil ich habe ja nur heute einen Pass. Ich habe nur morgen einen Pass. Und am nächsten Wochenende kommt ja schon wieder Lavados und der ist dann weg. Also es wird alles sehr kompliziert hier. 30.09. habe ich den jetzt gemacht. Habe ich bekommen, aber nur, weil ich gegen die Nutzungsbedingungen von der Yandex verstoßen habe. Ist das jetzt ein Banngrund? Heißt es jetzt, du dreckst Cheater, raus, du darfst nicht mehr spielen? Oder sagt ihr, naja, solange an der Arena steht und vor Ort spielt, ist das doch völlig okay. Ist aber trotzdem gegen die Regeln. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Das war's von meiner Seite aus.